Hiermit begrüßt euch am Rochitzer Berg bei uns, 353 Meter Höhe, der Mr. EOS ins Wochenende. Egal, es regnet, viele mögen es negativ sehen, spritzwasserfest ist die Kamera, ich weiß, ich lenke vom Thema ab. Da haben wir den Rochitzer Berg, 353 früher, 348 heute, Meter bei normal 0 und einen sogar knapp 300 Meter hohen Hügel. Und ja, nicht immer über das Wetter meckern, wir machen einfach nur das Beste draus. Da hinten sind auch relativ tiefe Wolken. Wenn es immer aufgehört man hat mit Regnen, dann hängen die sehr tief auch am Berg. Das sollte man wissen. Bis später. Einen wunderschönen guten Urlaub zurück. Ich frage mich nur, warum niemand bei diesem schönen Wetter hier audiert, haust oder so. Natürlich verständlich, aber Mr. EOS geht ja auch mal raus in die Natur. Man muss sich ja nicht unbedingt den Regen aussetzen. Es gibt ja so schöne Bänke wie hier. Ich habe die Cam, da kann ich ja ein bisschen mal bei euch rumschwenken. Da haben wir hier mein GTI, der GTI, bei Regen ein bisschen vorsichtig fahren. Dann haben wir hier drüben, wenn man noch ein bisschen weiter rüber schwenkt, noch eine zweite Bank. Da können wir darüber raus, von Drehrad drüben auch nochmal filmen. So, nichtsdestotrotz gehen wir mal zurück in die Ausgangsposition zu Mr. EOS. Was haben wir hier? Jo, ein Landregen erst einmal. Dann haben wir einen Kaffee und Milch von Meal und Quick. Haltbar bis 25.07. noch einen ganzen Monat könnte ich davon zehren. Jo, der Wald ist nice. Der Regen auch. Mich stört das wie gesagt nicht. Wir bringen jetzt von dem Espresso, damit wir noch ein bisschen hibbeliger werden. Kann auch schnell reden. Aber ich kann auch gemächlich reden und allen verständlich sagen, dass es mir hier draußen gut geht. Das nächste Produkt können wir an der anderen Bank vorstellen. Ist ja langweilig immer an derselben Bank, obwohl es für euch fast keinen Unterschied gibt. Lass uns noch den Espresso zu Ende bringen. Ist das eine schöne Gegend. Wenn es vielleicht aufgehört hat, können wir noch eine Runde gehen. So, jetzt erste Getränk haben wir getrunken. Es ist ein Papierkorb. Wie praktisch. Ich muss alle Touristenregionen loben, die an einem Unterstand wie diesen Papierkörper anbringen. Das ist wahrscheinlich nicht überall gegeben. Man hat auch Bänke, natürlich. Aber auch jede Bank sollte einen Papierkorb haben. Dann fragen sich ja wieder viele, wer soll denn das alles wegräumen und so weiter. So werden Arbeitsplätze geschaffen? Nein, ganz komische Idee jetzt von mir, ich weiß. Bevor wir jetzt zu Ende weiterlabern, gehen wir erstmal zur nächsten Bank. Das könnte interessant werden, eine andere Bank. So, hier befindet sich Mr. EOS jetzt an einer anderen Bank und wir machen nochmal Panorama für euch. Ein wenig die Richtung da und dann schwenken wir wieder rüber zur anderen Bank, bisschen rüber. Da seht ihr auch den GTI, da ist natürlich was davor, aber ihr wollt ja den GTI mal sehen. Mal kurz. Da ist der GTI. Ein wenig tiefer. Egal. Weiter zum Punkt Grenzwert des Winkels erreicht. Okay. Schwenken wir wieder zum Mr. EOS. In die Klapsmühle. Nein, kein kleiner Spaß. Wir haben ja noch Aloe Vera im Angebot. Das kann man schön schütteln. Und das ist die Erdbeerversion. Hier sind Aloe Vera Stückchen drin. Das ist nicht jeden seins. Viele sagen, das ist für die anderen wie für mich Knorpel. Aber Aloe Vera kann man durchaus mal machen. Wir gucken auch wieder hier auf die Haltbarkeit. Zur Sicherheit. Die ich nicht finde. Ach, hier oben. 15.09.22. Wir können über ein Jahr davon zehren. Hier ist es ja schön. Die Natur, die Vögel, hört ihr das? Jetzt trinken wir etwas aus dem Schluck, aus der Flasche, einen Schluck. Schön Erdbeere gut gemacht.
die Aloe Vera Stücksen auch. Wir befinden uns hier ca. auf 300 Meter über dem Meer. Hier oben ist der Rochitzer Berg, den ihr auch vom Weiten schon gesehen habt. Der ist nochmal 40, 50 Meter hoch mit Turm ca. 80 Meter höher. Und wir checken das mal kurz. Wir können ja mal gucken, wie ich zur nächsten Bank sprinte. Das wäre ja mal eine Idee. Werden wir gleich einrichten. Da stellen wir die Kamera ja hin und Mr. Ailes sprintet mal etwas. Ich hoffe, das steht dann alles noch hier, wenn ich wiederkomme. Jetzt kommt ein Auto, da machen wir das nicht. Da warten wir kurz. So, jetzt sprintet der Mr. Ailes mit seinem neuen Brötchen mal vor. Haben wir noch ein Brötchen geholt hier? Was zu essen mal. So eine Schnitte. Ein Verkehr hier. Man keine Ruhe. Ich hoffe doch. Das wieder schneiden. So, jetzt sprinten wir mal. Salami-Brötchen à la Netto-Bäcker. Keine Werbung. Schmeckt gut. Ein kleiner Netto-Bäcker bzw. Bäcker hat manchmal auch ganz nice Nahrung. Ich weiß. Und haben wir ein Körnerbrot mit Salami. Körnerbrot mit Salami und etwas Salat drauf und versuchen es mal ein bisschen heller zu kriegen. Dafür ist das hier alles ein bisschen Einstellungssache, aber das bekommen wir hin. Na gut, dann sind wir halt so. So schlecht ist es ja nicht, die Belichtungsverhältnisse. Man sieht ja noch A und B. Okay, wir sehen uns gleich. Willkommen zurück. Wie ihr seht, ist das Wetter nicht wirklich besser geworden. Ich bin mal kurz angehalten und wir befinden uns auf ca. 335 Metern Höhe. Natürlich ist hier oben alles schön feucht und nass, aber das wird sich vielleicht noch ändern. Ich gucke jetzt mal gleich mal auf die Wetter-App. So, da es laut Wetter-App leider noch eine Stunde oder locker so weiter regnet, werden wir das mit dem Berg verschieben. Ich meine, Aussicht hätten wir wahrscheinlich persönlich außer Wolken und tiefem Nebel, beziehungsweise dasselbe. Am Ende werde ich mir jetzt noch eine Location raussuchen und bis gleich. Guten Morlock zurück. Ich weiß, ich wollte euch noch etwas anderes zeigen. Also hier am Rochitzer Berg. Wir sind jetzt noch mal ein Stück weiter gefahren. Da seht ihr auch ein bisschen die ziehenden Wolken und den Berg. Das Panorama gebe ich euch jetzt noch. Das ist eins von vielen bei uns. Wir haben auch noch ähnlich schöne Panoramen oder wie man die Mehrzahl nennt. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, genau. Da ist dieser sogenannte, wie ich es euch schon erwähnt habe, wo wir gerade fast oben waren, der Rochitzer Berg. Allerdings bringt es bei diesem Landregen jetzt nicht so viel. Ich werde den Gimbal jetzt hin und her schwenken, da ich das Handy jetzt nicht direkt anhabe. Regentropfen säumen die Linse, aber das ist jetzt nicht das Ding. Ich halte es ja nicht unter Wasser, dafür ist der DJI Osmo nicht gedacht. Da drüben haben wir den knapp 290 Meter hohen, eine hohe Erhebung, die rechts davon, da haben wir die Stadt Rochlitz auf 160 Meter, ca. 155 Metern über Normal Null und den Rochitzer Berg mit aktuell 348 Metern über Normal Null, 353 früher, je nach Messung,
da drüben eine 50 Meter Erhöhung. Wie gesagt, Topografie liegt mir sehr aktuell, selbst liegen mir circa geschätzt, ich kann es jetzt nicht sagen, auf circa 180, 185 Metern, denke ich mal, über dem Meer. Also mit Turm ist dieser Berg nochmal 200 Meter höher, als wir jetzt sind. Guten Morlock.